Am heutigen Portaltag dürfen wir alle unangenehmen Gefühle, die uns aktuell durchfluten, auf höchster Ebene reflektieren. Dies geschieht, indem wir zum Beispiel schmerzhafte, angsteinflößende oder ärgerliche Emotionen im ersten Schritt begrüßen und willkommen heißen. Mache dir bewusst, dass sie in unser Leben getreten sind, um uns eine Botschaft zu übermitteln. Versuche gar nicht erst, sie davon zu jagen, sondern nimm dir einen Moment Zeit, biete deinen Emotionen einen gemütlichen Platz an und dann lausche. Höre einfach zu. Was wollen sie dir mitteilen? Mitunter kannst du die Aussagen einfach umdrehen, um sie zu verstehen. Fühlst du dich zum Beispiel vom Außen beherrscht oder bevormundet? Versuchst du selbst noch dich und dein Leben zu beherrschen und zu bevormunden, anstatt es einfach vom Göttlichen führen zu lassen? Sagst du, die Umstände, Situationen oder andere Menschen machen dir Angst? Erzeugst du in dir Angst statt Vertrauen in die göttliche Führung? Und die Tageserkenntnisse sind: Heute haben wir die Möglichkeit zu erkennen, dass das Spielfeld der Erde eine perfekte Reflexion unseres Inneren ist, das uns auf göttliche Weise darin unterstützt, uns selbst zu erkennen. Wir erkennen, dass die Welt ein nahezu perfekter Spiegel ist, der uns auf einer Skala der Polaritäten anzeigt, auf welchem Bewusstseinsstand wir uns aktuell befinden. Wenn uns das klar wird, dass uns das Äußere dazu dient oder sogar vonnöten ist, um uns in unserem Bewusstsein weiterzuentwickeln, dann haben wir das Spiel der Welt erkannt und können uns befreit in die nächsten Schritte führen lassen. Alles Liebe!